Die Poesie in allen ihren Zungen ist dem Geweihten eine Sprache nur, die Sprache, die im Paradies erklungen, eh sie verwildert auf der wilden Flur. So Friedrich Rückert, der als Dichter und Sprachgelehrter tiefe Spuren hinterlassen hat. Damals wie heute wegweisend. Immense Schaffenskraft entwickelt er an der Universität Erlangen, an die er 1826 berufen wird. Fünf Jahre zuvor hatte er seinen Fuß zum ersten Mal in die berühmte Universitätsstadt gesetzt. Als Dichter der geharnischten Sonette hochgepriesen, wird es hier als Orientalist einen Namen machen. Friedrich Rückert musste Theologiestudenten unterrichten, und zwar die Sprachen unterrichten, die ein Theologe können musste. Und das war neben dem Hebräischen natürlich dann das Chaldäische oder Aramäische. Der Orientalist war eben beschränkt auf die Sprachen der Bibel, ja, also des Alten Testamentes. Und Rückert hat aber dieses Mandat weiter ausgeweitet, dass er eben noch weitere Sprachen studiert hat und auch gelehrt hat, in die das Alte Testament eben schon seit alter Zeit übersetzt worden ist. Die Kenntnis von über 44 Sprachen und 17 Schriftsystemen zeugen davon, wie er sich anderen Kulturkreisen nähert und deren Besonderheiten nachempfindet. Geboren wird er am 16. Mai 1788 in Schweinfurt. Hier das Geburtshaus und der Eintrag ins Kirchenbuch. Dem Zeugnis Rückerts von 1805 können wir entnehmen, dass er ein Musterschüler war. Er war der Erste in Literatur und natürlich in den Sprachen. Und sein Fleiß war vorzüglich. In Jena erwirbt er seinen Doktortitel. Und gekennzeichnet Jena am 18. Februar 1811. Die einzige längere Auslandsreise, die er unternimmt, führt ihn nach Italien, wo er Mittelalter- und Altertumsstudien betreibt. Auf der Rückreise macht er Station in Wien, wo er seine Persisch- und Arabischkenntnisse bei dem berühmten Orientalisten Josef von Hammer-Purgstall erweitert. Das Landgut in Neuses bei Coburg kann er 1838 von seinen Schwiegereltern erwerben. Es wird zu seinem Lieblingsort. Seine Frau Luise, die Liebe seines Lebens, inspiriert ihn zu vielen seiner Werke. Ihn, den Poeten und Wortakrobaten. Es war der Ruf der Wissenschaft, die mich zu ihren Hallen berief. Die Armut aber war das Ohr, zu dem der Ruf gedrungen. Nicht reichte mehr der Blumenflor zum Futter meiner Jungen. Weib, Kinder, Bücher gingen mit, die Muse blieb zurück. In diesem Rückert-Gedicht spiegelt sich die Gesamtsituation seit dem Umzug von Coburg nach Erlangen wider. Die Hinwendung zur Forschung und Lehre. Rückert hat das Wörterbuch von Golius, was aus der Bibliothek von Johann Jakob Christoph Wagenseil stammte, deshalb so oft ausgeliehen, weil er selber kein Geld hatte, sich ein arabisches Lexikon zu kaufen. Also erstens mal waren die Gehälter der Professoren relativ niedrig.
Die Professoren waren angewiesen, dass die Bibliothek eben die Bücher bereithielt, die sie brauchten. Dazu kommt noch ein weiterer Punkt, dass es eben damals kein arabisches Wörterbuch auf dem Buchmarkt gab. Das heißt, man war eben auf dieses Wörterbuch angewiesen. Der Koran wurde in Arabisch offenbart und Friedrich Rückerts Verdienst ist es, eine Auswahl getroffen zu haben, die dem deutschen Lesepublikum den Text zugänglich macht, in Sprache und Form dem Original angemessen. Was mich am meisten an Rückert fasziniert, sein Sprachgenie, wie er in der Lage war, Sprachen zu lernen, zu beherrschen. Und die Sprache war für ihn Mittel zum Zweck, weil er an der Sprache das vorzügliche Medium gesehen hat, den Volksgeist zu ergreifen. Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Den Menschen schuf er an dem Schöpfungstage und lehrte ihn die Sprache. Bahn halten Sonnen und Mond bei Nacht und Tage, und Stern und Baum sind in Anbetungslage. Seit Gründung der Universität Erlangen im Jahre 1743, damals hieß sie Friedrichs-Universität, benannt nach ihrem Gründer, dem Markgrafen Friedrich, gab es einen Lehrstuhl für orientalische Sprachen. Das heißt, für die Sprachen Hebräisch, Aramäisch, Chaldäisch und Arabisch. Und Rückert hat nun dieser Professur eine ganz neue Ergänzung und Ausrichtung gegeben, indem er das Sanskrit zu den Orientsprachen, die in Erlangen gelehrt werden, hinzugefügt hat. Das Sanskrit war damals sensationell. Den Vorderen Orient, auch den Mittleren Orient, kannte man schon einigermaßen. Dann kam das Sanskrit, nicht irgendeine Orientsprache, sondern eine Sprache, die sich als ungeheuer altertümlich und zugleich als eine Art Muttersprache der europäischen Sprachen herausgestellt hat. Auch in Indien sind nach wie vor Übersetzungen von Rückert geschätzt. Das geht so weit, dass Rückert also das Versmaß bestimmter Werke nachahmte. Und wenn man das in deutscher Übersetzung liest, dann erkennen die Inder das gleich sozusagen an dem Rhythmus des Versmaßes. Obgleich Rückert keine Expeditionen wie Alexander von Humboldt oder sein Erlanger Freund Karl Philipp von Martius unternommen hat, begibt er sich immer wieder in Gedanken auf weite Reisen. Rückert hat sich dann dafür interessiert, was Martius, mit dem er eben befreundet war auch, an sprachlichen Nachrichten brachte. Also er hat sich eben auch für die Indianersprachen interessiert. Das ist gar nicht so bekannt, aber also man sieht daran eben, wie weit der Horizont von Rückerts Interessen gespannt war. Das Gleichgewicht zwischen Wissenschaft, Lehre und Dichtung zu finden, ist für Rückert eine Gratwanderung. Dabei steht ihm als Vater von 10 Kindern seine geliebte Luise stets zur Seite. Er hat auch gesagt, also ohne sie ist er hilflos. Er hatte das Gefühl, dass diese kleine, zierliche Frau ihm den Halt im Leben gibt. Den unendlichen Schmerz über den Tod zweier seiner Kinder hat er in Hunderten von Gedichten verarbeitet, den Kindertotenliedern. 5 von ihnen wurden später von Gustav Mahler vertont. Hier ruhen 2 geliebte Kinder, Ernst 5 Jahre und Luise 3 Jahre.
Friedrich Rückert selbst starb am 31. Januar 1866. Ein Teppich scheinet mir mein Leben und immer sticket meine Hand. An welcher Stell ich auch mag weben, am obern oder untern Rand, zuletzt, wo so viel Kleinstes sich still verband, entstand ein Großes, Allgemeinstes.